Danta Wright ist der Mörder von Jordan Klee. Der 18-Jährige wurde am 4. Oktober 2016 erschossen vor seiner Wohnung aufgefunden. Wright tötete ihn mit einem Kopfschuss. An der Pioneer High School in Ann Arbor war Jordan Klee als einer der besten Schüler bekannt. Er erhielt mehrere Auszeichnungen und spielte dort auch im Footballteam. Im Juni 2017 fand die Gerichtsverhandlung vom Mörder Danta Wright statt. Am Morgen des 4. Oktober 2016 haben sie beschlossen, mit zwei anderen Personen, Derano Gracie und Jamarius Allison, einen bewaffneten Raubüberfall zu begehen. Stimmt das? Ja. Und wen wollten sie ausrauben? Jordan Klee. Und haben sie an diesem Nachmittag Jordan Klee tatsächlich ausgeraubt? Ja. Sie haben eine Waffe benutzt, um ihn Angst einzujagen und sein Eigentum zu stehlen? Ja. Und was haben sie letztendlich beim Raubüberfall Jordan Klee angetan? Auf ihn geschossen. Wohin haben sie geschossen? Oben in seinen Kopf. Sie haben ihn mit diesem Schuss getötet? Ja. Danta Wright wurde daraufhin zu 52 Jahren Gefängnisstrafe verurteilt. Anschließend durfte sich die Mutter von Jordan Klee zum Tod ihres Sohnes äußern. Mein Sohn ist tot. Aus welchem Grund? Warum? Kannst du die Frage beantworten? Warum? Warum? Ich habe die Antwort. Deine Antwort wird niemals gut genug sein. Es wird nie eine zufriedenstellende Antwort geben, warum du meinen Sohn erschossen hast. Warum denkst du, alles was du nimmst, gehört dir? Warum nimmst du dir, was auch immer du willst? Warum denkst du, sei sein Tod eine akzeptable Antwort auf deine Eifersucht oder dein Verlangen? Drogen, Kleider, Geld, Schmuck, Handys, Schuhe. Was auch immer es war wichtiger als sein Leben. Dein Grund wird nie wichtiger sein als sein Leben. Dein Belangen wird nie bedeutsamer sein wie der Tod meines Sohnes. Du lebst, wachst jeden Tag auf und dein Leben geht weiter. Es muss sich für dich anscheinend gelohnt haben, das Bedürfnis zu haben, meinen Sohn zu ermorden und die nächsten 52 Jahre deiner Lebenszeit im Gefängnis zu verbringen. Du wirst nicht den Luxus haben, dein Kind großzuziehen, weil du meines genommen hast. Ich fühle zum ersten Mal in meinem Herz Hass. Hier ist, was ich hoffe. Ich hoffe immer, wenn du nach einer Jacke fragst, dass du weiterfrierst. Ich hoffe jedes Mal, wenn du Schuhe willst, dass du keine bekommst. Ich hoffe jedes Mal, wenn du essen möchtest, dass du hungern musst. Ich hoffe jedes Mal, wenn du ein Bett willst, dass du schlaflos bleibst. Ich hoffe jedes Mal, wenn du dir deine Mutter wünschst, dass sie nie zu dir kommt. Aber mehr als das. Wir und ich sind nicht wie du. Ich wünsche dir nichts davon und helfe dir nicht. Ich wünsche mir einfach, dass du für die maximal vereinbarte Zeit ins Gefängnis gehst. Dass man dir mehr beibringt, als in deinem bisherigen miserablen Leben. Auch, dass dein Kind weit weg von deinem Leben aufwächst. Denn es ist offensichtlich, dass du Hilfe brauchst. Deine Handlungen haben dich ins Gefängnis geführt. Sie haben dir eine leere Zelle geschaffen, in der du jeden Tag lebst. Du kannst immer noch daran glauben, eines Tages entlassen zu werden. Du bist noch am Leben. Aber Jordan hat keine Zukunft mehr. Danke, wir sind fertig. Kurz darauf hatte auch Danta Wright selbst mit seinem Verteidiger die Gelegenheit auszusagen. Sie haben das Wort, Mr. Goldstein? Euer Ehren, ganz kurz. Im Bericht vor der Urteilsverkündung hat mein Mandant Aussagen getätigt. Es war nie seine Absicht, jemanden zu verletzen. Euer Ehren, mein Mandant, das Einzige, was ich sagen wollte, Euer Ehren, ist, dass das Gericht alle Vereinbarungen zu befolgen hat. Mein Mandant möchte selbst aussagen. Sie haben das Wort zu sprechen. Alles, was ich sagen will, ist, ich komme bald nach Hause, freue mich und liebe meine Familie. Das ist alles, was Sie zu sagen haben? Ja. Wissen Sie, ich habe noch nie in meinen 23 Jahren annähernd eine Vereinbarung wie das Urteil nicht akzeptiert. Ich sah sie hier sitzen, sie schüttelten mit dem Kopf und sie lachten, als wäre das keine große Sache für sie. Ich tendiere dazu, das vereinbarte Urteil nicht zu akzeptieren. Sie werden möglicherweise erneut vor Gericht gehen und neu verurteilt werden. Sie werden vielleicht für den Rest ihres Lebens in das Gefängnis gehen. Das heißt, sie werden dort auch sterben. Und das versuche ich umzusetzen. Mr. Bellar, wollen Sie, dass ich die Vereinbarung annehme? Euer Ehren, ich schlage eine Verhandlungspause vor.
Nach ausführlichen Gesprächen mit der Mutter des Opfers sowie mit weiteren Familienmitgliedern hat der Angeklagte offensichtlich sein Opfer durch einen Schuss in den Hinterkopf brutal ermordet. Dazu kommt noch, dass er absolut keine Reue zeigt. Er hat Rap-Songs zu anderen Morden und über das fortgesetzte Töten geschrieben. Zudem hat er im heutigen Verfahren über die Aussagen der Angehörigen des Opfers die ganze Zeit gelacht. Wie auch immer, die Familie möchte weitermachen und den Fall abschließen. Sie wollen versuchen, den Angeklagten in all seinen Handlungen zu vergeben. Dennoch wird die Vereinbarung der Urteilsverkündung nicht angenommen. Danke sehr. Mr. Goldstein? Euer Ehren, mein Mandant bat mich, ihn beim Gericht zu entschuldigen. Sein Lachen war in keinster Weise respektlos und nicht an die Familien, dem Gericht oder dem Opfer gerichtet. Mein Mandant ist 17 Jahre alt, hat einige emotionale Probleme und er war verängstigt. Und manche Menschen verstecken ihre Angst, indem sie lachen. Er wollte nicht respektlos sein, er nimmt die Sache sehr ernst. Was ich dem Gericht sagen wollte, bevor mich mein Mandant unterbrochen hat, war, dass er seine Tat zugegeben hat. Er war beteiligt am Tod des jungen Mannes. Es war nie vorsätzlich und er hatte nie die Absicht, jemanden zu verletzen. Ich denke, er fühlt sich dabei schlecht. In seinem Alter und Zustand kann er sich nicht so gut ausdrücken wie andere Angeklagte. Trotzdem fühlt er sich nicht gut. Noch was hinzuzufügen, Mr. Wright? Nein. Am Ende des Tages schloss der Richter den Verhandlungsprozess. Mörder Dante Wright wurde zu 52 Jahren Gefängnisstrafe verurteilt. Durch sein Verhalten im Verhandlungssaal bekam er keine weiteren Strafen. Aber auch seine Mutter wurde auf sein Auftreten im Gerichtssaal angesprochen und äußerte sich dazu öffentlich. Was denken Sie über seine Reaktion? Denn während seiner Aussage vor Gericht schien der Richter verärgert zu sein? Sagen Sie mir, was Sie denken. Es tut mir leid für den Verlust genauso wie der von meinem eigenen Sohn. Er wollte dieses Jahr auch seinen Abschluss machen. Und ich meine, es ist einfach blöd gelaufen. Also, es ist nun mal so. Glauben Sie, er hat das auf die leichte Schulter genommen? Hat er das ernst genommen? Ich habe nicht das Gefühl, dass er genau versteht, worum es geht. Das liegt an seinem geistigen Zustand und so weiter. Niemand hat ihn ernst genommen oder sich merkwürdig geäußert. Können Sie diesen Zustand genauer erläutern? Was meinen Sie genau? Sein psychischer Zustand. Das Gericht prüft ihn auf seinen mentalen Zustand, um zu sehen, ob er eine Bedrohung für die Gesellschaft ist. Aber das ist er nicht. Auch haben wir schon einen Psychiater gefunden, hier in Ann Arbor. Seine Anwälte konnten noch eine Diagnose abgeben, welche Medikamente er einnehmen sollte, die er vorher nicht hatte. Also, und ich bin ein weiterer Grund, warum das Lächeln nicht böse gemeint, wie sagt man dazu? Er geht also mit allem so um? Ja, genau, so geht er immer damit um. Wie ein Kind in Schwierigkeiten. Und deswegen lacht er. Wie hättest du als Richter vor Gericht entschieden? Lass mich deine Meinung zum 17-jährigen Dante Wright wissen und schreibe sie in die Kommentare. Über ein Abo von dir würde ich mich riesig freuen, denn meine nächsten True Crime Stories warten schon auf dich. Aktiviere auch die Glocke, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.